Du hast wahrscheinlich schon einmal den Begriff Forschungsfrage gehört. Aber was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff? Wofür brauchst du eine Forschungsfrage überhaupt? Und nicht zuletzt, wie kommst du zu einer guten Forschungsfrage? Du bist auf der Suche nach Antworten? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Video zeigen wir dir einige wichtige Schritte am Weg zur Formulierung einer Forschungsfrage. Die Forschungsfrage, oder auch einfach Fragestellung genannt, ist das Ziel, das du mit deiner Forschungsarbeit verfolgst und somit der Fokus deiner Recherche. Am Anfang kann dein persönliches Erkenntnisinteresse stehen. Wenn dich ein Thema besonders interessiert und du gern mehr darüber erfahren möchtest, ist das ein guter Ausgangspunkt für deine Arbeit, weil du einige Zeit in deine Untersuchungen investieren wirst. Als nächstes ist eine Bestandsaufnahme der Ressourcen nötig. Was kannst du im Rahmen deiner Arbeit schaffen? Gibt es Zugang zu den Informationen und Unterlagen? Verschaffe dir erst einen allgemeinen Überblick über das Thema. Hast du dich für ein konkretes Quellenmaterial, wie zum Beispiel historische Zeitungen, entschieden? Kannst du bereits eine erste Recherche zu einem bestimmten Thema, sagen wir zum Beispiel zur Impfdebatte, starten? Oft leitet dich dein Interesse auch intuitiv zu weiteren Aspekten. Hast du zum Beispiel zum Thema Impfen recherchiert, kommst du zu Artikeln, die die Bockenimpfung beschreiben. In diesem Zuge stellt sich dir vielleicht schon die ein oder andere Frage, die du weiter ergründen möchtest. Nach dieser ersten Recherche, die dir einen Überblick gibt, folgt der zentrale Schritt, in dem du die Fragestellung formulierst, also die Fragestellung, die du im Rahmen deiner Arbeit beantworten möchtest. Um zu einer guten Forschungsfrage zu kommen, hast du dir bereits im Vorfeld bei der Lektüre und Quellendurchsicht notiert, welche Punkte dich im Zusammenhang mit der Thematik interessieren. Die Fragestellung hilft dir, deine weitere Recherche einzugrenzen. Dabei wird dir aber vermutlich immer wieder auffallen, wie viele Aspekte dein Thema eigentlich umfasst. Deshalb ist es wichtig, dir zu überlegen, wie du es sinnvoll eingrenzen kannst. Wie eine solche Eingrenzung funktionieren kann, sehen wir uns gleich noch an einem Beispiel an. Hast du deine Forschungsfrage formuliert und eingegrenzt, gilt es noch, eine Methode zu wählen, die sich als Herangehensweise eignet, um Antworten auf deine Forschungsfrage zu finden. Wir stellen dir in dieser Lektion zusätzliche Textmaterialien zur Verfügung, die eine Auswahl möglicher Methoden zeigen. Eine häufige Herausforderung bei der Formulierung der Forschungsfrage ergibt sich in der Wahl der passenden Eingrenzung des Themas. Denn wenn die Fragestellung nicht spezifisch genug ist, kann es schnell passieren, dass sie für die angestrebte Arbeit einen zu großen Rahmen bekommt und man dann in der Folge Probleme hat, sie mit den verfügbaren Ressourcen zu bewältigen. Wie kann das Thema der Arbeit und damit die Fragestellung nun auf ein machbares Ausmaß eingegrenzt werden? Nehmen wir dazu ein Beispiel. Du bist in den digitalisierten Zeitungsbeständen auf einen Artikel gestoßen, in dem es um die Bockenimpfung geht. Dieses Thema interessiert dich, besonders aufgrund seiner Aktualität. Also nimmst du dein Interesse als Ausgangspunkt für eine allgemeine Frage. Welche Geschichte hat die Impfung? Eine solche Frage ist zugegebenermaßen noch ziemlich allgemein gehalten und kann in viele Richtungen spezifiziert werden. Deshalb überlegst du dir einen Teilaspekt davon und grenzt ein. Welche Impfdebatten gab es in der Geschichte? Schon besser, aber auch das ist noch zu allgemein. Deshalb führst du eine zeitliche Eingrenzung auf das 20. Jahrhundert oder noch besser auf die 1920er Jahre durch. Dieser Untersuchungszeitraum von 10 Jahren lässt sich gut bewältigen. Aber was ist mit dem örtlichen Fokus? Auch hier ist eine Eingrenzung sinnvoll. Nehmen wir zum Beispiel Tirol. Nun heißt deine Forschungsfrage: Welche Impfdebatten gab es in den 1920er Jahren in Tirol? Wie aber kannst du das feststellen? Auf Basis welcher Quellen kannst du deine Forschungsfrage angemessen beantworten? Zum Beispiel unter Einbezug der kontroversen Diskussionen in historischen Zeitungen. So lautet nun deine eingegrenzte Forschungsfrage: Welche Impfdebatten lassen sich anhand von historischen Zeitungen für das Tirol der 1920er Jahre nachweisen? Während deines Forschungsprozesses hast du es mit zwei großen Kategorien von Quellen zu tun: Primär- und Sekundärliteratur. Als Primärquellen werden grundsätzlich all jene Quellen bezeichnet, aus denen sich historische Erkenntnisse gewinnen lassen. Sie können schriftlich sein, also zum Beispiel historische Zeitungsartikel, Briefe, Tagebücher oder auch visuell in Form von Fotos oder Videos, auch auditiv, wenn man mit Tonbandaufnahmen arbeitet. Oder auch Gegenstände wie Münzen oder Möbel können analysiert werden
und nicht zuletzt immaterielle Quellen wie Feste, Institutionen oder Traditionen. Primärquellen lagern häufig in Archiven. Manche Quellenbestände sind aber auch digitalisiert verfügbar. Das macht sie einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich. Sekundärliteratur hingegen enthält bereits Untersuchungen zur Primärliteratur, kommentiert sie und ordnet sie ein. Sekundärliteratur lässt sich zum Beispiel in Bibliotheken finden und mittlerweile werden viele wissenschaftliche Publikationen auch online herausgegeben. In der Sekundärliteratur findest du den aktuellen Forschungsstand zu deinem Thema, auf den du dich auch in jedem Fall beziehen solltest. Denn man muss das Rad nicht neu erfinden, sondern sollte das bereits bestehende Wissen nutzen, vergleichen und in Kontext setzen. So können etwa historische Zeitungsartikel, so wie sie im Zeitschriftprojekt digitalisiert und online zur Verfügung gestellt werden, als Primärquellen dienen, um zum Beispiel die Impfdebatte im Tirol der 1920er Jahre zu untersuchen. Zieht man zur Einordnung der Impfdebatte nun eine wissenschaftliche Untersuchung heran, so ist dies die Sekundärliteratur zum Thema. Als eine weitere Kategorie gibt es noch Tertiärliteratur. Kommen in den Quellen Personen oder Orte vor, die nicht bekannt sind, können diese über Lexika und Nachschlagewerke recherchiert werden. Als Quelle in wissenschaftlichen Arbeiten sollte Tertiärliteratur in der Regel aber nicht verwendet werden. Wikipedia sollte beispielsweise in einer wissenschaftlichen Arbeit nicht zitiert werden. Beim Heranziehen von Internetquellen solltest du generell sorgfältig überprüfen, ob die Seite zuverlässige Informationen bietet. Denn anders als bei wissenschaftlichen Werken, die im Vorfeld der Veröffentlichung umfassend überprüft werden, fehlt dieser Aspekt der Qualitätssicherung bei den meisten Internetseiten. Quellen stehen am Beginn jeder historischen Untersuchung. Sie sind sozusagen das Fenster, das einen Blick in die Vergangenheit ermöglicht. Allerdings kann die Quelle niemals 1:1 Aufschluss über die Vergangenheit geben. Das entspricht nicht ihrer Natur und ist auch nicht der Anspruch einer wissenschaftlichen Erforschung der Geschichte. Vielmehr muss berücksichtigt werden, dass jede Quelle, egal welcher Gattung, von einer bestimmten Person in einem bestimmten geografischen und zeitlichen Bereich unter bestimmten Bedingungen und mit bestimmten Intentionen entstanden ist. Daher ist eine gute und fundierte Quellenkritik unerlässlich. Das heißt, du unterziehst deine Quelle einer kritischen Analyse, zerlegst sie in ihre Einzelbestandteile, um sie in der Argumentation deiner Arbeit später wieder zusammenführen zu können. Wie du dabei im Detail vorgehen kannst, erfährst du in Lektion 5.